Benjamin Klausner hat vor 2 Tagen ein Video hochgeladen mit dem Titel "Ich habe wieder mit Bushcraft angefangen. Holy moly, was ist da los? Was wird hier Feinstes in Bushcraft-Manier geklöppelt? Willkommen hier, mitten von der Bananeninsel." Berghaus Munro Rucksack. Für die Leute, die Benjamin nicht kennen: Benjamin ist ein Urgestein der Bushcraft-Szene. Damals ursprünglich, also als ursprünglich, immer im Schwarzwald unterwegs gewesen, hatte seinen ganz, ganz eigenen Videostil, seine ganz eigene Fanbase, ist dann auch immer wieder abgetaucht, hatte verschiedenste Projekte über das große Videoprojekt der Mango-Igel bis hin zur Fahrradtour mit dem Mountainbike oder irgendwie sowas. Es ist wirklich, der Chat schreit's, eine Legende. Und deswegen bin ich sehr, sehr gehypt und sehr gespannt, was hat es mit dem Titel "Ich habe wieder mit Bushcraft angefangen" zu tun? Wir gehen rein. Ich bin mir nicht sicher, aber was ist es für eine Insel? Ist es La Palma? Nee, Gran Canaria, Teneriffa, Canaan? Ich weiß nicht, wo ist er denn nochmal hingezogen? Er ist ausgewandert, glaube ich, vor ein paar Jahren. Da war er auch erstmal vom Erdboden verschluckt. La Gomera? Ah, okay, war ich gar nicht. Wo ist das denn? Wo ist denn La Gomera? La Banana? Aha. Oh, ist das hier? Richtiges Lager. Was ist denn das hier für ein richtiges Lager? Guckt euch mal an. Hier Sitze geklöppelt aus Palmen. Lalilu. Er hat aber, also der Benjamin hat sich aber auch wieder eine frische Frise und einen freshen Bart stehen lassen. Wie Shai. Es könnte Shais Vater sein, eventuell. La Gomera ist westlich von Teneriffa und nicht die nördlichste Insel der Kanaren. Mit Axel-Shirt hier unterwegs, weiß warum. Hallo Leute, willkommen hier, mitten aus der Natur. Ah, Freunde, wer hat's auch vermisst? Dieses Intro, da kommt Gänsehaut vor. So, hier hinten schon schön einen kleinen Unterschlupf gebastelt irgendwie. Ich frage mich, ob das einfach hier sein Camp ist oder was. Aber es wird er sicherlich gleich erklären. Heute nehme ich euch mit in dieses neue Buschkraftlager. Begleitet mich dabei, wie ich hier an diesem wunderschönen Ort ein Buschkraftlager aus Naturmaterialien aufbauen werde. Okay, nice. Das Lager bietet die Möglichkeit, verschiedenste Buschkraftprojekte auszuprobieren. Hier seht ihr eine kleine Auswahl an Dingen, die ich bereits gesammelt habe. Hier entsteht gerade mein neuer Unterschlupf, der mir Schatten spenden soll, wenn es einmal heiß werden sollte oder mich Geil. vor Regen schützt, was hier eher seltener der Fall ist. Die Gegend hier ist etwas wüstenartig, teilweise auch subtropisch. Aha. Auch die ein oder andere Nacht werde ich hier, eingebettet in der Natur, unter freiem Sternenhimmel übernachten. Ja. Nice. Vielleicht möchtest du auch wissen, was es hier in der freien Natur zu essen gibt. Ja. Da gibt es reichlich. Fangen wir an bei den Wildpflanzen. Heilpflanzen sind hier auch stark vertreten. Das hier ist eine sauer schmeckende Essigpflanze. Dann gibt es Früchte, Feigen, Avocados. Und dann gibt es ja noch das Meer mit seinen Meeresfrüchten, Muscheln, Schnecken, Fische. Alter, geil. Hier auf der Bananeninsel Also ich esse ja keinen Fleisch, Fisch und sowas, aber interessant aus dem Survival-Aspekt raus. gibt es wunderschöne öffentliche Grillplätze, an denen zu bestimmten Zeiten das Feuermachen erlaubt ist. Dort werde ich die ein oder andere leckere Speise für euch zubereiten. Mega. Wenn Irgendwie erinnert er mich so ein bisschen an so was Ritterliches. Oder? So mit der Frise und dem Bart? Irgendwie dieser Stil, es wirkt so ein bisschen mittelalterlich. Geht das nur mir so? Musketier? Don Quixote, safe. Der Bart ist geil. Es liegt, glaube ich, so ein bisschen an diesem breiten Schnurrbart und dann diesem Kinnbart. Dadurch wirkt das ja so ein bisschen
So musketiermäßig, nice. Wenn dir diese Bushcraft-Themen und auch meine Wanderungen, die ich weiterhin durchführen werde, gefallen, dann abonniere jetzt meinen Kanal und verpasse keines der neuen Videos mehr. Ja. Dann würde ich sagen, mache ich... Erstmal rein in die ans Abonnement, erstmal Daumen nach oben hier, was ist da los, Alter? Ich mich jetzt mal an die Arbeit, baue hier weiter alles auf und dann im nächsten Video zeige ich euch das Lager, erkläre euch, welche Materialien ich hier verwende, wie ich mir das Ganze so vorstelle. Finde ich gut. Gut, dann bleibt gesund und munter. Bis dahin, wir sehen uns. Tschüssle. Was, Tschüssle? Achso, ist schon mal eine Vorschau jetzt. Okay, ist schon mal Sneak Peek. Video ist noch nicht zu Ende. Das ist doch schon aus einem anderen Video. Krass, er ist hier schon am Aufbauen. Ach, er nimmt wahrscheinlich wirklich nur Naturmaterialien. Also auch kein Messer oder sowas. Oder eine Säge oder eine Axt. Ein etwas dickeres Stück, keilförmig. Und da kann man schon mit ganzer Wucht gegen den Ast hauen und kleine Splitter herausschaben. Das Werkzeug ist noch recht einfach gehalten. Das Klima der Bananeninsel ist subtropisch. Hier ein paar Gemüsesamen in die Erde oder ein paar Kartoffeln, etwas Wasser dazu. Ich bin mir sicher, das würde hier richtig gut wachsen. Aha. Vor dem Lagerplatz habe ich eine Mauer gebaut mit einer Öffnung. Ja. Geil, also sieht schon nicht schlecht aus. Hier ist der Bereich, wo ich... Einmal hier, das ist ein Schleichweg, der durch die Schlucht führt und dann zum Lager. Ey, da freu, ohne Scheiß freue ich mich drauf. Führt. Jetzt habt ihr einen kleinen Überblick bekommen, wie es hier so im Lager aussieht. Also, nächstes Video wird auf jeden Fall eine Roomtour sein. Was hier aufgebaut wird, welche Materialien ich verwende. Okay, okay. Naturschnur da oben. Die Frage ist, ist die gekauft oder selbst gemacht? Das weiß man noch nicht. Eine Palme da direkt davor. Ja. Freunde, ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt, Freunde. Wir schauen, wie es weitergeht beim Projekt von Benjamin Klausner auf der Bananeninsel.